Jo Leute, was geht? Heute sind wieder mal eure Setups am Start und ich bin heute nicht alleine. Wie auch beim letzten Mal, wo Miram dabei war, habe ich heute Yannick mit am Start. Servus Leute. Der eine oder andere kennt ihn schon aus dem Stream. Wir sind auch gerade live und nehmen uns jetzt mal eure Setups vor. Das ist schon sehr strong. Also was mich jetzt direkt gecatcht hat, ist die Felgen. Ja. Vor allem die Felge an der Wand, das hat mich direkt gecatcht. Das könnte auch sein Schlauchhalter sein. Maybe, das war natürlich anders. Maybe, ja. Sogar eine Mercedes-Felge. Junge. What the hell? Auf Big Flex angelehnt. Da hat einer Geld. Ah, hier sieht man das sogar. Das ist wirklich. Er hat davon zwei, links und rechts. Das ist nice. Ich hoffe, er hat noch so eine Großansicht, wo man mal beide sehen kann. Ist das eine Pfeife in der Felge? Insane. Ultra insane. Das hat so. Also, mir gibt das persönlich so Monte-Vibes. Ja. Auch der Schrank ist mal was Außergewöhnliches. Mhm. Der müsste aber auch relativ groß sein. Warte mal, Pritcher sagt gerade, dass das hier eine AMG-Felge ist. Die schwarz-silberne. What? Ich habe die Pfeffi-Flasche gespottet. Da oben links. Hat er so eine. Kann er schon abzeigen. Er sagte, es ist nicht so wirklich aufgeräumt, aber ich sag ehrlich, da sind halt ein paar Tabakreste, aber das ja, war's. Geht fit, auf jeden Fall. Auch hier schön die 360-Gläser, um sich mal an einem schlechten Tag einen wegzukippen. Sind alles AMG-Felgen. Okay! Wo hast du die her? Hast du die echt gekauft? Bro, what? Ja, es muss so viel Geld gekostet haben. Chat sagt auch, ist mega clean. Fühle ich aber auch. Ihr wollt nicht mein Setup sehen. Nein, das wollt ihr nicht. Und noch eine Felge als Tisch. Junge, ey, also das ist krass. Kannst du was klären? Fabi war letztens mal ein, also einen Vlog bei dir da. Würde ich mich sehen. Arbeite bei Mercedes AMG. Okay, wir. Ja, okay. Ja, easy game. Das zu toppen wird jetzt echt schwer. Wir haben Shisha Bros. Fangen wir mal von oben nach unten an. Wir haben hier ein paar Oldschool-Pfeifen. Schlauchhalter. Sollte ich mir auch mal zulegen, by the way. Ich habe dafür gerade noch einen Umzugskarton, wo alles drin liegt. Türen mit der Farbe fühle ich. Ist Krise. Ansonsten, ich muss ehrlich sagen, gut strukturiert. Sehr aufgeräumt, sehr clean. Klasse, es ist so viel, ne? Hier das steht hier, hier liegt was und so. Aber wenn man so mit dem ersten Auge drauf sieht, du findest halt direkt alles. Auch Live-Bild hier vor Ort. Muss ich ehrlich sagen, sehr entspannt. Aber Xbox, ne? Da müssen wir nochmal reden. Nein, da alles richtig, Bros. Alles richtig gemacht. PlayStation ist das einzig Wahre. Nein, ist es nicht. Es gibt ja nicht das einzig Wahre, ne? Dieser Krieg zwischen PlayStation und Xbox, der ist ja eigentlich komplett irrelevant. Weil jeder weiß, dass PlayStation besser ist. Jetzt haltet euer Maul. Ich bin von PlayStation auf Xbox gewechselt. Und das ist die Kopfball-Area. Kann man sich nebenbei auch noch. Ah, Chat, ihr braucht jetzt hier gar nichts reinschreiben, was besser ist, Mann. Sind wir mal ehrlich, PC fühlt jeder von uns. PC fühlt jeder von uns, okay? Ja. Und Switch. Also PC, da kommt eh keiner ran an die Leistung. Ist auf jeden Fall eine saubere Kopfbauecke, besser als bei mir. Und sich nebenbei noch im Spiegel anzuschauen, fühle ich. Was krass ist, ich baue auch unter meinem Stromkasten. Entspannt mit der Breeze. Ich feiere auch den Tisch. Der hat eine geile Optik. Ich glaube, der ist nicht nur schwarz, der hat noch so Marmorelemente, ne? Auch hier ist doch todesaufgeräumt, Bro. Nimm's es mit am Start hier mit einem Video. Hydro Smoke Sleeve auf der Brezel. Ist geil. Anime im Hintergrund, fühle ich. Aber wichtig, die Kerze auch mit dabei. Auf Akzent. Mhm. Auf süß, auf romantisch. Vielleicht ein Date gehabt heute. Wer meintlich einer im Chat, der All-In gegangen ist? Jerome, ich kann dir sagen, Jerome, krank. Wirklich sehr, sehr krank. Das ist jetzt Panorama-Optik, ich habe schon mal gesehen. Habe ich schon gesehen, hat er mir schon mal gezeigt im Dizzy, tatsächlich. Das ist sehr krass, das sieht sehr krank aus. Ich sehe da, glaube ich, sogar zwei Turbinen. Stimmt, hier ist die eine, da ist die andere. Und das sind nicht die einzigen. Falls mal mehr Kohle gebraucht wird. Der hat noch mehr. Aber du musst dir vorstellen, das ist ja im Wintergarten. Wie geil ist es da, bitte zu chillen? Du kannst ja auch fast jedes Fenster aufmachen. Ja. Diese andere Belüftung. Sommer könnte das Krise werden. Es sei denn, du hast Klima. Dann, Gucken wir mal weiter bei Nico. Nico hat hier die Mose Verity. Ist das ein Mose Verity? In kleinen Optik, ne? Ich glaube ja. Mit der Neolux Bowl. Frozen. Julian mit seinem Outdoor-Setup. Nice. War schon in einer der letzten Folgen, glaube ich, mit dabei. Ich muss sagen, ich habe immer noch keine Gartenmöbel. Julian, kannst du dir empfehlen? Gib mal Empfehlungen raus. Auch hier mit der Versa. Da sehe ich mich persönlich natürlich immer. Noah hat hier sein PC-Setup reingegrindet. Mit Elon Musk, Alter. So wie es sein muss. Der sich einen Bubatz gönnt. Mein Stream auch hier im Hintergrund, wichtig. Da haben wir gerade Emotes für den Stream ausgesucht. Kann man lassen. Würde ich jetzt gerne noch so einen Ultraweitwinkel-Shot von sehen, von weiter weg. Hesda war auch schon in den letzten Malen dabei. Mit der 35-Euro-Pfeife. Ist halt ein typisches Kinderzimmer, würde ich sagen, ne? Mein paar RGBs sind schon da. Ich glaube, das sind auch Scheinwerfer. So ein großes Kinderzimmer hatte nicht mehr ich
früher. Aber dass es Leute gibt, die genauso krank am Shisha-Sammeln sind wie ich. Jerome ist wirklich hier ein ehrenwürdiger Kontrahent. Kaniac, hiermit auch eine Oldschool. Ich glaube, es ist eine Amy. Hier steht sogar Amy Deluxe. Ein paar Caps im Hintergrund. Auf gemütlich. Auch hier mit so einem Vintage-Filter drauf. Fabi ist am Start, der gute Krafti. Kennt man ja auch mit seinem Setup. Es ist krass mal, das aufgeräumte Zimmer. Ist geil, das mal aus der Perspektive zu sehen. Crusher auch am Start. PC an der Wand. Junge, Alter. Sieht schon insane aus. Aber ich fühle das irgendwie nicht, dass die Pfeife hier links steht, während hier auch der PC oben drauf gegangen ist. Weil die zieht ja, also ich weiß jetzt nicht, wo hier die Belüftung drin ist. Das ist hier irgendwie an der Wand. Vielleicht hat er da so in der Wand so Abluft. Ja, das kann sein, dass er einfach oder nur, hier. Starboys Member hier mit seinem Keller-Setup. No way, dass das real ist. No way. Ich feiere so diese ästhetischen Elemente an der Wand. Ist wirklich eine sehr gute Tapete. Ich glaube, das ist ein Handtuch, was auf dem Tisch steht. Oder? Das sind sogar zwei Handtücher. So geil. Woher kommt dieser Lichtstrahl hier? Ist das eine Lampe an der Decke? Er bringt Oldschool aufs neue Level. Malerflies. Ich hätte auch ein bisschen Schiss, dass das alles gleich einstürzt. Ja. Da muss ein Ausraster kommen, du zerklopfst den Tisch und alles fällt in sich zusammen. Kann man schon Bunker nennen. Bunker-Setup. Ashwagandha-Kusch. Feigst, bist du das? Rauch ja keine Pfeife. Aber schau eine Pfeife. Ja, sieht man leider nichts hier, ne? Dann hast du wohl deine Facecam aktiviert und hast sie selber gesehen. So ein Ding ist das. Feigst ist relativ jung. Dafür einen Maxnomic im Zimmer stehen zu haben, auch wenn der abgeranzt ist, durchgesessen wahrscheinlich über 10 Jahre, mit 5 bekommen. Fikes. Nee. Erklärung genau, bitte. Genau, unter Monitor, da genau. Fikes, Erklärung. Ich würde sogar sagen, dass es sogar noch Marlboros sind. Wenn du vorbeikommst, bekommst du 2 AMG-Felgen. Bruder, ich fahr jetzt gleich los, scheiß auf den Stream. Ride it Enduro, auch mit einem entspannten Keller-Setup, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Am Kabelmanagement kann man noch was machen. Isoway, wichtig, auf Bodybuilding angelehnt. Und die PlayStation ist auch dabei. Aber die PlayStation als Monitorstand zu nutzen, ist schon sehr ehrenlos. Das kannst du mit einer Xbox machen, aber nicht mit einer PlayStation. Da wurden die Nacktbilder zensiert. Meinst du? Ja, es sieht eher aus wie so Familienbilder, weißt du? Auch hier die als Elektrotechniker fühle ich das hier. Auch mit der 35-Euro-Bowl von der 35-Euro-Pfeife. Nur auch hier mit seinem, ich sag mal Oldschool-Setup, ne? Ist machbar. Den Tisch habe ich schon mal gesehen. Klingelst da, Dicker? Das ist doch der Tisch, ne? Der Plexiglas-Tisch. Haben wir auch schon den einen oder anderen der letzten Folgen am Start. Yo. Nice. Das sieht nice aus. Was ist das denn? Auch geil, dass der Teller so angeraut ist, dass die Kohlen nicht ausgehen. Ja. Auch so mit Blumen. Scheint ein Wintergarten oder Balkon zu sein. Auch so hier mit Rasenoptik. Wie smart ist das? Lass mal da Rasenoptik drauf machen. Glaub mir, sowas ist sau angenehm. Nice. Hat auch ein geil. Ich frag mich, das ist ja keine Cäsar, ne? Ich glaube, das ist so eine richtig oldschool, vielleicht spanische Pfeife. Auch ich sehe Lichterketten und so. Hat schon Vibe. Fühl ich. Die Frage ist jetzt, wer gewinnt den Award? Wer ist Nummer 1? Der Setups hier heute. Ich glaube, ich spreche für alle, wenn wir Fabi mit reinnehmen mit den AMG-Felgen und Jerome mit dem Panorama-Shot. 1 ist Fabi, 2 ist Jerome. Ihr dürft mal gerne abstimmen. Wir wissen ja auch, wie Jeromes komplette Wohnung aussieht, ne? Nicht nur sein Wintergarten ist sondern... Hab ich auch gesehen. Sondern seine komplette Wohnung. Beides sehr stark, aber mein Favorit ist 2. Ich sehe aber auch viele Einsen. Und falls ihr die letzten Folgen verpasst habt, Setups-Reaktion, ich habe da jetzt eine Playlist von angelehnt. Wahrscheinlich angelehnt. Angelegt. Und die ist natürlich auch verlinkt, ne? Kenn ich nix. 3 für Shisha Bros. Bro. Also, wenn ihr nächstes Mal dabei sein wollt, sendet gerne mir eure Setups. Danke an Yannick, der heute dabei war. Kuss, kuss, kuss. Kuss auch an die Community, dass ich immer wieder Stuff habe, darauf zu reagieren. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Wisst ihr, was ich meine?